Hallo Fitnessfreunde, Oskar hier. Ich habe, wie ihr hier sehen könnt, ein Paket bekommen. Und zwar habe ich bei MyProtein bestellt. Hier steht's drauf: Impact Whey, 300 ml Milch und 8 bis 10 Flav Drops. Vor allem auf der FIBO kamen sehr viele Unternehmen auf mich zu. Unter anderem war das MyProtein. Und ich habe mich dann auch für MyProtein entschieden. First time Body Power. You're at the MyProtein stand. Hello. Having a good time. We are here at the Body Power with my bro, Smile Schulte, Kai. In English, the German fitness teacher speaking English. Gigantisch, wie viele Leute bei MyProtein bestellen. Dann gehen die MyProtein-Mitarbeiter durch alle Regale und packen eure Päckchen. Hinter mir seht ihr ganz viele Produkte von MyProtein. Ich habe ja noch in meinem Supplement-Schrank diesen Protein-Pancake-Mix von MyProtein. Und heute ist der Tag, wo ich es testen werde. Super Omega 3 Elite, das sind die teuersten bei MyProtein, aber haben auch echt geile EPA und DHA Werte. Hier ist schon mal ein bisschen angedeutet, dass das neue Logo und das neue Design bald kommt. Jedes Land, verschiedene Influencer. Und gleich wollen wir auch ein bisschen Spaß haben. Das ist das, was mir übelst die Probleme am Flughafen bereitet hat. Aber ich wollte es nicht hergeben. Ich bin Fitness-Oskar, jahrelanger MyProtein-Athlet und ich war schon immer sportlich. Schoko-Hasengeschmack schmeckt wie Schoko. Also ich kenne den Unterschied zwischen Schoko-Hasengeschmack und Schoko jetzt nicht unbedingt. Jetzt habe ich eine eigene MyProtein-Seite bekommen. Schaut in die Videobeschreibung für die besten Rabatte von MyProtein. Booster ist da, Digga. Die alten Zeiten, Digga. Wir haben uns jetzt die beiden ausgesucht. Ich finde, die beiden Schränke sind ziemlich voll. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die demnächst mal ausmisten. Ich denke, es ist Zeit für eine große Veränderung. Das war immer mein Lieblingstanktop von MyProtein. Ich habe es immer getragen im Urlaub, auf der FIBO, auf der Body Power, beim Training, weil ich finde, dass man da drin halt breit aussieht in der Massephase und in der Defi-Phase sieht man halt die Definition, weil es so gut geschnitten ist für meinen Körper. Und beim heutigen Training habe ich es zum letzten Mal angehabt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das Tanktop schon habe. Aber bei MyProtein bin ich seit fast 10 Jahren, ungefähr 9 Jahre. 2013 habe ich zum ersten Mal MyProtein-Produkte in die Kamera gehalten und seitdem immer genommen, jedes Jahr bis jetzt, bis 2022, denn ich werde MyProtein verlassen. Ich bin keiner, der oft den Sponsor wechselt. Für mich ist das immer so Familie, so, es war auch eine Familie. Es war eine übelst geile Zeit. Wir haben zusammen so viel durchgemacht, Höhen und Tiefen. Die haben mich immer unterstützt, waren an meiner Seite, haben mir nie Druck gemacht. Ich bin auch echt zufrieden mit dem, wie ich behandelt worden bin bei MyProtein. Aber heute ist halt der Tag, wo ich die Firma verlassen werde. Irgendwann kann Veränderung auch mal gut sein. Und ich habe mich entschieden, dass es bei mir jetzt soweit ist, dass ich eine Veränderung brauche, und das ist die Veränderung, dass ich meinen Sponsor, den ich seit 9 Jahren habe,
verlassen werde. Es ist mir überhaupt nicht einfach gefallen, diese Entscheidung. Ich habe lange hin und her überlegt. Es war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber als ich sie dann getroffen habe, habe ich sie wirklich getroffen. Dann gab es keinen Weg mehr zurück. Ich möchte hier betonen, dass die meisten wahrscheinlich sagen werden, okay, er bekommt irgendwo anders mehr Geld, aber es war keine finanzielle Entscheidung. MyProtein hat am Ende, wo denen deutlich wurde oder wo denen klar wurde, dass sie mich verlieren werden, haben sie gesagt, wir werden jedes Angebot mitgehen, was irgendeine andere Supplement-Firma dir bietet, nur damit du bei uns bleibst, was ich sehr, sehr schätze. Es war damals so geil, als ich eine Mail von MyProtein als kleiner YouTuber bekommen habe, dass sie mich sponsern wollen. Das war für mich das Krasseste. Und dann ging es nur hoch. FIBO, Body Power, in England gewesen, Headquarter besucht, Chefs kennengelernt, alles zusammen durchgemacht, Supplements auch mit Ehre genommen und selbst konsumiert und beworben und dahinter gestanden. Und ich stehe immer noch dahinter, dass ich dahinter stand. Also ich würde die Firma nie schlecht machen. Die haben sehr, sehr viel für mich getan. Der Grund ist, neue Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben. Kein Beef oder sowas. Alles ist gut. Alles war immer gut. Und es ist halt einfach, ich werde immer auch denen die Hand geben und schätzen und immer dankbar sein vom ganzen Herzen. Aber ja, MyProtein muss leider meine Entscheidung akzeptieren, auch wenn sie versucht haben, mich mit aller Kraft zu behalten. Ich gehe auch mit wirklich zwei weinenden Augen. Aber diese Augen werden klar, ich werde die Tränen wegwischen und es wird weitergehen. Und ich muss neue Möglichkeiten auf mich zukommen lassen, diese annehmen, mit offenen Händen dankbar sein. Und die Zukunft, auch wenn ich jetzt traurig bin, über das zu reden, die Zukunft wird nicht so traurig, die Zukunft wird geil weiterhin. Und ein Kapitel schließt sich, ein anderes Kapitel wird sich öffnen. Ich werde Vater, es ändert sich vieles und Fitness war immer mein Leben, wird auch immer mein Leben bleiben. Ich habe ein eigenes Fitnessstudio, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Das heißt, es liegt nicht daran, dass ich jetzt vielleicht mehr Essensvideos mache, mehr Unterhaltungsvideos. Nein, Fitness ist und bleibt in meinem Herzen, genau wie MyProtein für immer mein Herzen bleiben wird. Aber mein Leben ändert sich und mit dieser Entscheidung bin ich mir sicher, wird es sich auch für mich, für meine Familie auch zum Positiven ändern. Deswegen stehe ich hinter der Entscheidung, es gibt keinen Schritt zurück mehr, ich werde MyProtein verlassen. Und hier nochmal die abschließenden Worte, weil ich weiß, dass die Geschäftsführer von der Hut Group, also vom obersten Oberunternehmen von MyProtein, sich das auch anschauen. Ich habe die auch kennengelernt und die MyProtein-Farben im Hintergrund, falls ihr dieses Detail erkannt habt, an die Geschäftsführer. Hey guys, I'm really, really thankful for everything that you've done to me. You helped me, you supported me all the time. I never thought I would make this kind of video, but I mean, it's difficult. You were my first sponsor in the fitness industry and we had an amazing journey together. You're all very kind and you supported me all the time. Thank you very, very much for everything. Kein böses Blut, alles wunderbar. Ich habe euch keine Scheiße empfohlen. Auch wenn ihr von früher denkt, MyProtein war früher vielleicht schlecht. So, jede Firma entwickelt sich weiter. Die sind jetzt extrem krass geworden. Online-Marktführer, also heftige Firma. Trotz alledem ist es für mich Zeit für was Neues. Und was es sein wird, das erfahrt ihr am Dienstag, denn da kommt ein Special-Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich an euch alle, die mich von Anfang an verfolgt haben. Und jetzt könnt ihr euch das Video von Mandy, meiner besseren Hälfte, anschauen, denn es war eine gemeinsame Entscheidung. Sie wird MyProtein auch verlassen und in ihrem Video hat sie diese Worte an MyProtein gerichtet und außerdem noch ein bisschen Unterhaltung in ihr Video reingebracht, damit das Ganze nicht so traurig wird wie mein Video. Danke für alles, haut rein.